Hallo ihr Leseratten, willkommen zum Lesemonat. Und herzlich willkommen zum Lesemonat und willkommen zu meinem Lesemonat. Hallo Lesehörnchen, heute gibt es meinen Lesemonat für Juli 2023. Und ja, ich hänge sehr hinterher, aber jetzt wird Zeit. Und falls du neu hier bist, hi, ich bin Betty, ich lese querbeet und meist fernab des Mainstream. Falls dich das also interessiert, machst dir gerne meine Leseecke gemütlich und lausche gespannt. So, neben mir stehen die Bücher und es ist noch etwas vom Urlaub dabei, weil Anfang Juli bin ich jetzt zurückgekommen vom Urlaub und da sind hier noch so ein paar Schätzchen. Also die ersten beiden quasi habe ich im Urlaub gelesen bzw. gehört. Wobei das nicht ganz stimmt, denn das erste Buch habe ich vor... Wann kam es raus? Lasst mich kurz schauen. Vor 2 Jahren schon angefangen. Und dann wieder zur Seite gelegt. Und jetzt dachte ich mir so, das ist die perfekte Lektüre für den Urlaub. Und habe es mitgenommen. Und zwar Sommernördstraum von Cornelia Franke. Und ich hatte es jetzt zur Seite gelegt. Warum auch immer. Es war nicht schlecht oder sowas. Aber ich habe es zur Seite gelegt. Und ich, wie gesagt, ich weiß nicht mehr warum. Und jetzt bin ich auch quasi durch die Seiten geflogen und es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Es hat von mir 4 Sterne bekommen, hatte ein paar kleine Mini-Schwächen gehabt, deswegen keine 5. Aber ansonsten für jeden, der so LARP mag oder generell Rollenspiele mag, ist das hier sicherlich der Fall. Oder wer Saekulum von Ursula Pasinski mochte, der wird das genauso mögen, weil es ist im Prinzip ein gleiches Setting, nur dass es kein Thriller ist. Hat mir gut gefallen. Hat von mir 4 Sterne bekommen und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und vor allem für den Sommer. Dann habe ich gehört, den ersten Band von Vanitas, Schwarz wie Erde, von Ursula Pasinski, wo wir gerade beim Thema waren, oder bei der Autorin waren. Das war jetzt nicht geplant. Muss ich kurz selber lachen. Na gut. Ist der erste Band einer Trilogie. Und ich weiß nicht, ich wurde mit dem Buch nicht so richtig warm. Ich habe am Anfang überhaupt nicht gewusst, was will mir diese Geschichte jetzt sagen, wo will diese Geschichte überhaupt hin. Ich habe es trotzdem relativ schnell gehört, weil ich ja in 1,4-facher Geschwindigkeit gehört habe, oder 1,5, ich bin mir gar nicht sicher. Somit habe ich den Rest dann, den ja übrig war, es war noch einiges, auf der Rückfahrt gehört, von dem Bayerischen Wald bis hierher und auch beenden können. Hat von mir 3 Sterne bekommen. Wie gesagt, es war jetzt irgendwie. Ich kann auch nicht mehr jetzt widerspiegeln, worum es in der Geschichte eigentlich geht. Sie hat irgendwie so eine Art Zeugenschutzprogramm und ist halt in Österreich, wird ja immer nach Deutschland gerufen und muss irgendjemanden beschatten. Beschatten nicht wirklich, aber halt, ja, als Nachbarin einziehen und dann, Wie gesagt, ich habe den Zusammenhang überhaupt noch nicht verstanden, auch den Schluss, also weiß ich nicht. Ich werde es weiterlesen, denke ich mal, aber es war sowas sonst geht, aber es ist für mich schlecht. Erklärt es in den nächsten 3 Bänden besser. Ich weiß nicht, hattet ihr auch so Probleme, wenn ihr das Buch gelesen oder gehört habt, dass ihr damit nicht so richtig warm wurde und nicht so richtig verstanden habt, worum geht es hier eigentlich, vor allem am Anfang. Also mir ging es dann wirklich so, dass ich überhaupt nicht wusste, warum ist sie jetzt da und was ist eigentlich passiert? Und ich glaube auch, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es überhaupt aufgedröselt wurde, warum sie in diesem Zeugenschutzprogramm, was nicht mehr ein richtiges Zeugenschutzprogramm ist, weiß ich nicht, warum sie da überhaupt drin ist, was überhaupt passiert ist. Also, aber ich möchte, wie gesagt, weiterlesen oder hören. Aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Genau. Dann ein weiteres Buch, was ich vor einiger Zeit schon mal angefangen habe zu lesen. Auch da möchte ich mal kurz reingucken. Das war letztes Jahr. Genau, letztes Jahr im Sommer. Und da habe ich pausiert, weil ich auch dachte so, ist aber auch, nun ja. Schreibstil war teilweise ein bisschen merkwürdig und überhaupt, also hat mir nicht so gut gefallen. Hast du mir das ja auch 3 Sterne bekommen. Und zwar Suche beste Freundin Forever von Sylvia Fitzfield und Sigrid Konopanski. Der zweite Teil hat mir aber dann, als ich angefangen habe zu lesen, ich weiß nicht, ob einfach nur die falsche Zeit war oder so, hat mir auf jeden Fall viel, viel besser gefallen. Und auch der Schluss war schön und es wird schon ein bisschen angeteasert für den nächsten Band, wo hier eine Betty vorkommt. Und ich glaube, ich werde den zweiten Band dann irgendwann kaufen und lesen, weil eine Betty vorkommt. Ja.
Es geht hier darum, dass eine Frau in eine neue Stadt zieht und niemanden kennt und dann quasi eine Suchannonce aufgibt, irgendwie im Internet, dass sie eben eine Freundin sucht, mit der sie halt so, ja, quatschen kann überhaupt. Und dann trifft sie dabei eben, also meldet sich eine Person oder eine Frau. Ich habe auch so da, genau, Romy heißt die Person, die da hingezogen ist. Und wie heißt die Freundin? Antonia, genau. Dann meldet sich Antonia und die beiden werden tatsächlich super gute Freundinnen, weil sie einfach, ja, auf der gleichen Wellenlänge mitschwimmen. Und dann kommen aber noch, ja, so ein paar Kerle ins Spiel. Und dann wird es ein bisschen, ja, liebeslastig auch teilweise, aber eben auch lustig. Ja. Aber wie gesagt, der Anfang war für mich auch so ein bisschen, es geht mir aber ein bisschen schnell, keine Ahnung. War so ein bisschen. Weiß ich nicht. Ging es doch jemandem so? Schluss wurde immer besser und ich freue mich auf den zweiten Band, weil, wie gesagt, auch schon ein bisschen angeteasert wird, dass eine dritte Freundin quasi ins Spiel kommt, diese Betty. Und deswegen bin ich gespannt, was sie mit ihr auf sich hat. Dann habe ich ein E-Book gelesen, das habe ich mir den Zettel hingelegt, damit ich es nicht vergesse. Und zwar die kleine Küsten, nein, kleine Pension Küstentraum von. Ja. Ihr lest den Namen wieder auf dem Cover oder unten in der Infobox. Ich habe es wieder vergessen. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe mich gerade nicht vorbereitet anscheinend. Weil alles andere ist hier, liegt hier, aber das habe ich irgendwie, steht auch nicht mehr drin. Ja, egal. Jedenfalls eine richtig süße Geschichte wieder. Hat von mir 4 Sterne bekommen. Und ja, so ein typisches Sommerbuch, so ein typisches, ja, das heißt typisches Liebesgeschichte, ist auch falsch, weil es diesmal ganz anders beginnt. Zwei Single treffen in einer Bar oder einem Club oder was auch immer das war, aufeinander. Durch Zufall, logisch. Und ja, verbringen dann auch eine Nacht zusammen. Und sie sagt aber von sich aus, bis hierher und nicht weiter. Ich möchte nichts Festes und überhaupt. Ich habe einen kleinen Sohn. Ich bin getrennt, also geschieden. Ich habe jetzt keine Lust auf Männer. Und er ist eigentlich derjenige, welche, der immer nur von einer zur nächsten hüpft und nichts Festes hat und nichts Festes will. Bei ihr denkt er sich aber dann so, sie wäre schon supi. Allerdings gibt es dann einen kleinen Streit mit, einen Rechtsstreit. Mit ihrem Ex, der halt einen Anteil von der Pension haben möchte, die sie ja gemeinsam aufgebaut haben, wobei sie das meiste Geld da reingesteckt hat und die meiste Arbeit gemacht hat und er eigentlich gar kein Interesse daran hatte. Sei so interessiert ihn auch nicht. Und ausgerechnet der Typ aus der Bar ist sein Anwalt. Autsch! Ja. Wie es weitergeht, müsst ihr selber lesen, aber es hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Auch der Ansatz, der etwas andere Ansatz von der Geschichte. Nicht einfach nur so, und treffen aufeinander und verlieben sich irgendwann oder Bad Boy, weiß ich nicht was, sondern halt dieser Anfang fand ich richtig, richtig toll. War was anderes, war mal erfrischend anders. Und von daher 4 Sterne dafür und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Vor allem für die Sommermonate, die ja jetzt nun, obwohl heute ist es 30 Grad, also wir wissen nicht genau, ob der Sommer vorbei ist. Als nächstes habe ich dann gelesen, vorab, und inzwischen ist es auch hier, weil ich so lange gebraucht habe. Es kam auch wirklich erst am 1.9. bei mir an. Also von daher, ihr werdet das Buch doch mal sehen, weil es dann erst angekommen ist, in der Art und Weise. Und zwar, ein Weihnachtswunder, nein, das Weihnachtswunder deines Lebens von Jule Pieper. Ich habe diese wunderschöne Farbschnittausgabe. Ja, ich hatte es aber vorher als PDF gehabt und habe es dann vorab gelesen, um noch ein paar Fehlerchen ausmerzen zu können oder sowas. Sollte ich vielleicht mal gucken, ob hier. So, oh, jetzt sieht man das so richtig schön. Oh mein Gott. Die Zeichnungen sehe ich gerade zum ersten Mal. So richtig. Vorher war das auch wieder nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Meine Zeichnungen überhaupt schon in der PDF drin? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall sehen die gerade viel, viel schöner aus. Ich glaube, die waren nicht drin, oder? Ich glaube, die waren wirklich nicht drin. Oh, wie schön. Das finde ich ja jetzt gerade. Ja. Ich glaube, in der PDF waren die nicht. Ich komme mir also neu vor. Ja, tatsächlich. Und ich habe mich immer gewundert, so,
Ja, können die nicht irgendwie, weiß ich nicht. Aber mit den Bildchen jetzt ist natürlich richtig schick. Abgeschwiffen. So, ja, mit dem Buch hatte ich dann tatsächlich meine Schwierigkeiten gehabt. Ich mag ja Julie Piepers Bücher eigentlich total gerne. Ich lese sie auch weg wie nichts. Ich freue mich auch schon auf die Reise in das Lebens 2. Wo es mit Betty weitergeht, schon wieder eine Betty. Jawohl. Aber mit dem Buch hatte ich tatsächlich Schwierigkeiten, obwohl es zu Weihnachtszeit ist und so weiter. Aber das war irgendwie alles so. Ich kann nicht mal sagen, woran es gelegen hat. Aber ich wurde mit dem Buch einfach nicht warm. Und ja, es geht um eine Frau, die halt sich von ihrem Typen getrennt hat. Ich weiß gar nicht, ob die verheiratet waren. Auf jeden Fall ist sie da weg und wieder zurück in Deutschland. Die hat dann in Mallorca gelebt mit ihm und einen Laden aufgemacht. Und dann musste sie feststellen, dass er sie von hinten bis vorne beschissen hat, dass der Laden nur so schlecht lief, weil er die Zahlen gefälscht hat und Geld eingeheimst hat, die ihr Laden abgeworfen hat. Und dann immer, er hat die Buchhaltung gemacht, was ganz, ganz furchtbar ist, wenn. Ja, sie hat davon keine Ahnung gehabt und er hat immer gesagt, ja, der Laden läuft schlecht und sie wundert sich so, aber er kann doch gar nicht, so viele Kunden wie ich habe, kann der Laden doch nicht schlecht laufen. Ja, und dann ist sie wieder zurück nach Hause in ihrem Elternhaus zu Weihnachten und es ist einfach nur ganz, ganz furchtbar alles. Und dann gibt es einen mysteriösen Adventskalender von ihrer Großmutter, der dann aber auch wirklich nur dann die Türchen öffnet an dem Tag und immer ein Bildchen bereitet. Deswegen habe ich gerade diese Bildchen gesehen. Und diese Bildchen wollen eine Botschaft übermitteln oder wollen ihr eine Aufgabe geben für diesen Tag, die sie erfüllen soll. Und erst wenn diese Aufgabe erfüllt ist, öffnet sich am nächsten Tag das nächste Türchen. Das heißt, wenn du am nächsten Tag, bis zum nächsten Tag das noch nicht erfüllt hast, öffnet sich das Türchen auch nicht, sondern erst, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Genau. War an sich nicht schlecht, aber irgendwie, ich weiß nicht, mir hat so ein. Das typische Judy Pieper hat mir in dem Fall gefehlt. Ich weiß nicht. Ich kann es nicht wirklich beschreiben. Es ist okay. Es ist auf jeden Fall schöne winterliche, weihnachtliche Stimmung. Das kann man, also am Anfang vielleicht nicht so, aber es wird besser. Und ja, ich denke mal, das kann zu meiner Zeit eine gemütlichen Lesestunden bescheren. Und von daher, ja, so viel dazu. Dann habe ich gehört, den nächsten Arno Strobel, und zwar die Flut. Ja. Das war auch wieder bis zum Schluss wieder so, oh mein Gott, was genau passiert jetzt hier? Hat von mir 4 Sterne bekommen. Und war schon echt. Also ich hatte mehrere Verdächtige gehabt. Ich glaube, irgendwann wäre die Person auch bei und dann wieder weg und Aber das war auch wieder so, oh mein Gott. Es geht darum, dass ein Mann, das wissen wir, dass es ein Mann ist. Pärchen quasi ja, betäubt und entführt und an den Strand bringt von Amrum. Ja, Amrum. Und dort die Frau an einem Pfahl kettet. Oder, ne? Nicht kettet, aber festbindet. So. Nein, das stimmt gar nicht. Er ist an den Pfahl gekettet. Und sie ist bis zum Hals eingebuddelt. Und irgendwann kommt die Flut. Und. Ist natürlich über ihr. Er ist ein Stückchen weiter hinten, sodass die Flut ihn nicht erreicht. Und muss halt zusehen, wie seine Freundin oder Frau, je nachdem, ob sie verheiratet sind oder nicht, stirbt. Ja. Und dann gibt es dort das Vierergespann, das dort Urlaub macht. Ja, sie sind nicht wirklich befreundet. Es ist halt ein also Arbeitskollegen und deren Freundinnen. Und die machen dort Urlaub. Und werden auch dann immer wieder von der Polizei verdächtigt, zumindest einer von ihnen wird verdächtigt, dass er damit was zu tun hat, weil immer wieder Spuren auftauchen, die zu ihm führen und so weiter und so fort. Aber er kann es ja gar nicht gewesen sein. Und alle sagen, er war die ganze Nacht hier, er kann ja gar nicht weg sein. Und außer diese Freundin von dem Arbeitskollegen, die ist richtig ekelhaft. Oh, ist die widerlich. Okay, die habe ich gefressen. Die ist so stichelig und genau das Gegenteil und alles ist scheiße, alles ist blöd und ich will hier eigentlich gar nicht sein und vor allem warum mit fremden Leuten und ne. Oh, nur am Nörgeln die ganze Zeit. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, sehr spannend. Es gibt auch diesen mysteriösen Nachbarn, der alles in jedem beobachtet. Und ja, alles in allem spannende Sache. Von daher liest die Flut oder hört sie, wie auch immer.
Als letztes Buch habe ich dann noch ein Buch gelesen, was ich auch schon seit ewigen Zeiten gefühlt hier habe. Das muss schon. Ach, 2018. Das ist ja schön, dass ich das Datum reingeschrieben habe. Jetzt, seit 2018 hier habe und immer gedacht habe, ja, irgendwann, irgendwann. Und jetzt habe ich es gelesen, weil es ja auch irgendwie ein Sommerbuch ist, so wie es aussieht, so ein bisschen. Also es mutet dafür an, dass es halt so eine leichte, locker Lektüre ist. Bauherr sucht Frau von Julia Bär. Aber es war halt in diesem Lorvalet-Paket gewesen. Ich habe davon immer noch eins. Dann habe ich, glaube ich, von ich drei Bücher drin, habe ich erst zwei gelesen. Ja, und dieses war halt einfach so eins, wo ich denke, so, ja, weiß ich noch nicht, ob mir das gefällt. Aber, jetzt kommt das große Aber. Auch das Buch hat von mir 4 Sterne bekommen. Es ist einfach auch richtig locker, fröhlich, Sommerlektüre, spaßmachend, auch ein bisschen tricky, natürlich auch eine Liebesgeschichte. Und sie ist ja für den Denkmalschutz nicht direkt verantwortlich. Sie kommuniziert mit dem Denkmalschutz und so weiter, aber sie mag ein ganz bestimmtes Haus. Und die Besitzerin, sie war auch öfter zu Besuch da bei der Besitzerin und so weiter. Und die ist jetzt gestorben und der hat jemand das Haus geerbt und möchte ganz viele Umbauten machen. Und das geht ihr natürlich gegen den Strich und deswegen ist alles schwierig und überhaupt auch eine Schule soll geschlossen werden, statt saniert werden und so weiter und so fort. Also sie ist dafür, engagiert sich eben, dass die Gebäude erhalten bleiben und kommuniziert eben auch mit der Schulsenator, nee, mit der Schulbehörde, wie auch immer das da heißen mag, ich habe keine Ahnung davon, und dem Denkmalschutz, dass die sich irgendwie auf den grünen Nenner kommen und es eben erhalten bleibt. Das ist dann so ein Nebenstrang. Und aber am meisten geht es eben um dieses Haus, was sie so schön findet und dass dieser Typ da eben alles Mögliche einreißen und anbauen und weiß ich nicht, was machen möchte. Ja, der Typ ist nicht schlecht. Der sieht gut aus und überhaupt und zwischendurch knistert das auch zwischen denen, bis dann seine Schwester auftaucht und sagt, nee, Moment, ich habe da auch was mitgeerbt, ich will ja auch was vom Kuchen abhaben und so weiter und so fort. Also es wird ganz schön knifflig und ja, auf jeden Fall richtig, richtig toll. Bisschen spannend tatsächlich auch und hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. So, das waren alle, wie viel habe ich gelesen? 7 Bücher, die ich gelesen habe. Das heißt, eins weniger, als ich neue Bücher dazu bekommen habe. Ja, aber gut. Reden wir, das ist noch gut für den Monat, reden wir nicht über den August, der ist noch viel, viel schlimmer. Aber ja, was für Bücher habt ihr im Juli gelesen? Wisst ihr überhaupt noch, was ihr im Juli gelesen habt? Es ist ja schon wieder gefühlt eine Ewigkeit her. Ja, aber das waren meine Bücher und ich verabschiede mich von heute und auch noch einen schönen Tag. Bis dann, bye bye.